So, wir stehen jetzt hier vor den Ebenerdienbeeten, von denen wir alle beide hintereinander angeordnet haben. Das ist das erste vordere, das zweite hintere. Und in genau der Reihenfolge, wie die Pflanzen jetzt hier auf dem Bild zu sehen sind, sollten sie auch hier im Boden stehen. Die erste Reihe nicht gehackt ist Shiso, der jetzt gerade anfängt zu keimen. Das zweite sind die Buschbohnen, die eine Sorte, wo jetzt noch Salat steht, die kommen später. Dann haben wir hier den Palmkohl mit den roten Beeten, wo jetzt noch zum Teil Radieschen stehen, aber wir haben die schon ausgelichtet. Das dritte ist wiederum Salat, wo dann eben die andere Bohnensorte reinkommt. Und danach steht der Palmkohl mit den Radieschen, wo jetzt eben Beete nachgesät werden. Das zweite Beet fangen wir von hinten an. Hier sehen wir die vier Kartoffeln, jeweils eine Sorte. Danach käme eine Reihe Endivien, wo wir jetzt auch die Kresse einsehen werden. Dann kommen die Buschbohnen und zum Schluss das Basilikum.